Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zurück bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt die ehemalige ÖVP-Ministerin und Generalsekretärin Maria Rauch-Kallert. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Ministerin, ich würde ganz gerne gleich mit dem aktuellen Thema, innenpolitischen Thema des heutigen Tages starten. Ein Ermittlungsverfahren wegen vermeintlicher Falschaussage beruht auf einer Anzeige der Oppositionsparteien SPÖ und NEOS. Das hat die WKStA jetzt gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz eingebracht. Wie beurteilen Sie das denn? Ja, es ist ein Vorgang, den die WKStA zu erfüllen hat, wenn es eine entsprechende Anzeige gibt. Ich habe ja auch die Stellungnahme des Bundeskanzlers gehört, dass er selbstverständlich sich zur Verfügung stellt mit all seinen Aussagen und mit dem, was er weiß, und dass er eigentlich nicht davon ausgeht, dass Anklage erhoben wird. Und alles Weitere werden die Ermittlungen zeigen. Jetzt schießt ja die Opposition schon aus allen Rohren. Verständlicherweise ist ja auch ihr Job, muss man sagen, fordert bereits den Rücktritt des Bundeskanzlers. Die FPÖ sagt, er muss sofort zurücktreten. SPÖ und NEOS sagen, wenn Anklage erhoben wird, muss er zurücktreten. Wie beurteilen Sie diese, sage ich einmal, doch sehr scharfe Kritik von Seiten der Opposition und auch diese Rücktrittsaufforderungen? Naja, es ist das, was von der Opposition zu erwarten ist, aber bei all den vielen Ermittlungsverfahren, die es in den letzten Jahren gegeben hat, denke ich, ist jetzt einmal abzuwarten, was tatsächlich herauskommt bei den Ermittlungsverfahren, was dann tatsächlich passiert. Bis dahin gilt jeder, gegen den ermittelt wird, gilt für jeden die Unschuldsvermutung. Und daher kann man jetzt in diesem Ermittlungsverfahren auch keinerlei Stellungnahme abgeben. Jetzt muss man sagen, Verfahren gegen einen Bundeskanzler, das ist jetzt nichts, was zum ersten Mal passiert. Gab es unter anderem auch gegen den ehemaligen Bundeskanzler Werner Faymann schon, dass ein Verfahren gegen ihn geführt wurde. Das wurde allerdings damals eingestellt, muss man auch sagen. Wenn wirklich jetzt Anklage erhoben wird und es vielleicht sogar zu einer Verurteilung käme, was würde das dann Ihrer Meinung nach innenpolitisch bedeuten? Ich meine, es geht um Falschaussage im Urschuss, es ist kein Korruptionsverfahren, muss man auch sagen, aber dennoch, es wäre eine Anklage und es wäre, wie gesagt, falls es überhaupt dazu kommt, zumindest eine Verurteilung wahrscheinlich zu einer Geldstrafe. Also ich glaube, man sollte jetzt einmal die Behörden ermitteln lassen und alles Weitere ist dann zu entscheiden, wenn es soweit ist. Jetzt macht es auch ein bisschen den Eindruck, und das zeigen ja auch die Umfragedaten, wenn man sich die anschaut, die ÖVP ist in den letzten Wochen eigentlich ziemlich in die Defensive gekommen, wegen allen möglichen Geschichten, Stichwort ÖBAG-Chats, dann gab es die Causa rund um Gernot Blümel, letzte Woche den Ärger um die Aktenlieferung, jetzt diese Woche wieder die Ermittlungsverfahren. Wie sehen Sie denn das? Und vor allem, Sie sind ja eine, sage ich einmal, gewiefte Politstrategin, haben das ja jahrelang auch im Generalsekretariat sozusagen auch nach allen Regeln der Politkunst geprägt. Wie kommt man denn so aus einer Defensive wieder raus, Ihrer Meinung nach? Beziehungsweise das wäre Ihr Ratschlag an die ÖVP? Keine Ratschläge von den Altvorderen. Ich habe mir geschworen, kein Mappe zu sein. Es ist richtig, dass es schon lustigere Zeiten gegeben hat für die ÖVP, aber auch für andere Parteien. Ich habe den Eindruck, dass Regieren an sich in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist, weil auch immer schneller, bedingt durch die sozialen Medien, durch das Tempo, das in der Kommunikation auch entwickelt wurde und wird. Und dass natürlich die besonders herausfordernde Zeit der Pandemie, der wir alle schon überdrüssig sind und von der wir hoffen, dass sie demnächst wirklich zumindest, wenn nicht endgültig, dann so weit eingedämmt werden kann, dass wieder ein halbwegs normales Leben möglich sein wird und dass die Wirtschaft wieder in die Gänge kommt. Das werden die nächsten Monate extrem schwierig sein. Also es hat wirklich Herausforderungen gegeben in diesen letzten Monaten zu all den anderen Schwierigkeiten, die es darüber hinaus gegeben hat. Ich würde jetzt einmal die Behörden ermitteln lassen. Ich würde versuchen, so rasch wie möglich in das Alltagsleben wieder Normalität einkehren zu lassen. Das ist das, wonach sich
die Österreicherinnen und Österreicher und wahrscheinlich nicht nur die ganz besonders sehnen. Da ist Licht am Ende des Tunnels. Die Impfungen funktionieren im Moment, glaube ich, sehr gut. Und es besteht Hoffnung, dass die Ankündigung, dass bis zum Sommer jeder, der geimpft werden möchte, auch eine Impfung hat und dass damit wieder Gastronomie, Tourismus, Verkauf, Handel wirklich auch wieder einen Turbo anzünden können. Der vorige Sommer war ja auch sehr gut, sogar für den Tourismus. Und dass dann wieder etwas Luft kommt und andere Themen als nur Corona und nur Untersuchungsausschuss die Tagesordnung bestimmen. Aber jetzt muss man sagen, die ÖVP hat ja nicht unbedingt die Historie für die beste einheitliche Kommunikationslinie. Das hat sich in den letzten Jahren unter Sebastian Kurz sehr geändert. Da ist man wirklich, sage ich einmal, hinter ihm gestanden und es gab kaum differenzierende Meinungen, die nach außen gegangen sind. Gehen Sie davon aus, dass es wird immer Message Control genannt, dass das sozusagen jetzt weiter so bleibt oder dass da jetzt doch dann auch Querschüsse kommen aus den Ländern, aus den Bünden, wie es ja, sage ich mal, bei der ÖVP in der Vergangenheit doch immer wieder der Fall war? Also die Message Control wurde ja auch immer wieder kritisiert von den Medien, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht. Es muss das Bestreben einer Partei sein, möglichst mit einer Stimme zu sprechen. Ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern, dass ich manchmal als Generalsekretärin wie eine Hirtenhündin rund um die Herde gelaufen bin, um die damals nicht so geeinte, in der Kommunikation geeinte ÖVP auch auf eine Linie zu bringen. Das ist eine Herausforderung. Die ÖVP ist keine Kaderpartei, die ÖVP ist eine Partei von vielen Individualisten. Und so gesehen, glaube ich, ist die Zufriedenheit innerhalb der Partei mit Sebastian Kurz und seinem Team noch immer sehr hoch, denn ich habe noch keine Querschüsse gehört, Sie offensichtlich auch noch nicht. Daher, man muss sie nicht herbeireden, bin froh, wenn sie nicht kommen und hoffe, dass jetzt wieder mit Volldampf wirklich auch alles angegangen wird, was in diesen 1,5 Jahren teilweise auch durch Corona zu kurz gekommen ist. Wobei ich sagen muss, dass doch eine ganze Menge weitergegangen ist, auch von den anstehenden Themen, die notwendig waren, wenn Sie die Nachhaltigkeitsstrategie nehmen zum Beispiel oder jetzt die sehr traurigen Gewaltschutzgesetze, die wieder verschärft werden, wahrscheinlich, beziehungsweise wo auch durch mehr Budget auch Maßnahmen gesetzt werden, die Frauen besser schützen können. Abschließend noch zu diesem Thema und dann würde ich gerne auf das Corona-Management und auch die Öffnungsschritte kommen. Ich würde nur ganz kurz noch diese ÖBAG-Chats ansprechen, die in allen Medien groß waren und da gab es ja auch einige Passagen drinnen, da ging es um steuerbare Frauen, die man haben will, in den Aufsichtsrat setzen will. Sie sind, glaube ich, das genaue Gegenteil von dem auch immer bekannt gewesen dafür. Was haben Sie sich gedacht, als Sie das gelesen haben? Hat Sie das sehr geärgert? Also, ich habe mir gedacht, das ist, ja, wobei der werfe den ersten Stein, der seine Chats durchsieht und dann schaut, ob nicht das eine oder andere durchaus missinterpretiert werden könnte in der Kürze oder sonst wie. Also da würde ich jetzt einmal sagen, ich finde es eigentlich auch beklemmend, dass die persönlichen Chat-Protokolle jetzt öffentlich gemacht werden. Sie finden, man hätte die nicht veröffentlichen sollen? Also ich finde das schon einen sehr starken Eingriff in die Privatsphäre. Und was steuerbare Frauen anbelangt, also ich kenne in der ÖVP wenig steuerbare Frauen und genau diese Diktion hat dazu geführt, dass unsteuerbar auch ein Schlagwort geworden ist unter den Frauen und jeder sich auch entsprechend sozusagen markiert hat als unsteuerbar. Kommen wir noch zur aktuellen Corona-Situation. Die ist ja erfreulich. Sie waren ja auch Gesundheitsministerin für die ÖVP. Jetzt gehen die Corona-Zahlen zurück, zum Glück muss man sagen. Wir haben 2 Tage diese Woche schon gehabt, unter 1.000 Neuinfektionen. Seit langem wieder immer noch zu viel, aber wir sind unter einer Inzidenz von 100 und es gibt einen Rückgang. Das ist ja unbestritten. Dennoch gibt es viele Experten, die warnen und sagen, das ist trügerisch und wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, sozusagen zu glauben, wir hätten die Pandemie besiegt. Wie sehen Sie denn das? Ganz genau so. Ich denke, dass es schön ist, dass nächste Woche vieles oder alles wieder möglich sein wird in einem
begrenzten Rahmen, also auch was die Zahl anbelangt und natürlich mit allen Schutzmaßnahmen. Und ich würde wirklich an alle appellieren, an jede Einzelne von uns, an jeden Einzelnen von uns, trotz der Möglichkeit, vieles zu tun, es mit der notwendigen Schutz, mit den notwendigen Schutzmaßnahmen zu tun. Das heißt, den Abstand zu halten, die Maske zu tragen, zu testen, obwohl ich bin jetzt auch schon mehr als 4 Wochen geimpft und lasse mich trotzdem 2 bis 3 Mal in der Woche testen, um sicher zu gehen, dass ich niemanden anstecke. Ich habe meine persönliche Angst oder Sorge verloren, wenn ich selbst krank werde, okay, dann kann ich es zwar bekommen, aber ich werde wahrscheinlich nicht daran ersticken oder hoffentlich nicht daran ersticken. Das war etwas, was ich nicht gerne gehabt hätte, aber das ist mit der Impfung jetzt sichergestellt. Aber es ist nicht sichergestellt, dass ich, wenn ich wirklich krank werde und es möglicherweise gar nicht weiß, weil ich kaum Symptome habe, dass ich nicht auch andere anstecken könnte. Und daher ist Testen immer noch sinnvoll und wichtig. Das ist ein gutes Stichwort, weil es ja auch sehr viel Kritik gibt aus den Oppositionsreihen, vor allem auch von der FPÖ, an der Art dieser Öffnung. Ja, wir haben jetzt diese 3Gs, geimpft, genesen oder eben getestet, dann darf ich ins Restaurant, in den Kulturbetrieb, Sport etc. machen. Und vor allem die FPÖ stößt sich ja sehr an dieser Pflicht, dass das verpflichtend ist, spricht immer wieder von Freiwilligkeit. Wie sehen Sie denn das? Ist das wirklich notwendig, das verpflichtend also zu machen? Also eines sollte auf jeden Fall verpflichtend sein, also auch nachweisbar verpflichtend. Aber niemandem ist es verboten, wenn er sich seine Gratistests aus der Apotheke holt, ja. Dass er dann, obwohl er geimpft ist oder obwohl sie geimpft ist oder genesen ist, trotzdem zu Hause noch diesen Test macht. Der kostet nichts. Er geht schnell. Innerhalb von 3 Minuten hat man das Röhrchen da hineingesteckt, wartet 10 Minuten und sieht, ob es okay ist oder nicht. Es ist einfach auch aus Respekt gegenüber demjenigen oder derjenigen, die man dann trifft, mit der man, die man vielleicht besuchen geht, auch um sicher zu gehen, dass man demjenigen, derjenigen nicht die Krankheit ins Haus bringen kann. Wie sehr ärgert Sie eigentlich diese Anti-Impf-Propaganda, die teilweise von der FPÖ ausgeht? Ich meine, es gab Zeiten, da sind Sie mit der FPÖ selber in einer Bundesregierung gesessen. Ich würde das jetzt nicht parteipolitisch sehen. Ich bin besorgt, wenn ich diese Corona-Leugner, egal jetzt aus welchem Bereich, sehe, weil wir in den letzten Monaten, in den letzten 15 Monaten so schreckliche Bilder sehen mussten und viele von uns auch persönliche Angehörige verloren haben. Mein Lieblingscousin, der für mich wie ein Bruder war, ist an Corona verstorben, eigentlich viel zu früh. Und daher irritiert mich das sehr und wir müssten eigentlich dankbar sein, dass es diese Impfung gibt. Es wird sicher immer Menschen geben, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden dürfen. Das kann ich nicht beurteilen. Für die muss es eben die Möglichkeit des Tests und des Freitestens geben. Aber ich habe relativ wenig Verständnis, zum Beispiel, wenn sich Krankenhauspersonal nicht impfen lässt. Denn ich denke, gerade dort wäre es ganz besonders wichtig. Es gab ja auch durchaus viel Kritik am Corona-Management der Bundesregierung in diesem vergangenen Jahr. Jetzt, Sie haben es eh schon angesprochen, jetzt läuft es derzeit besser, die Zahlen gehen nach unten. Ob das jetzt sozusagen mit der Politik zusammenhängt, ist die andere Frage. Aber auch das Impfen geht schneller. Wir haben heute wieder die nächste Grenze erreicht. 1 Million Menschen, die voll immunisiert sind, also beide Impfungen erhalten haben. Und wir werden wahrscheinlich bis Ende Juni wirklich diesen Punkt erreicht haben, wo jeder, der das will, zumindest eine erste Impfung bekommen hat. Inwiefern dreht das Ihrer Meinung nach auch das Stimmungsbild für die Regierung wieder? Weil man muss ja sagen, so Anfang März, Ende Februar war die Regierung beim Corona-Management ja ziemlich im Eck. Ja, weil der Impfturbo nicht schnell genug in den Köpfen der Menschen nicht schnell genug angelaufen ist. Man hat die Bilder aus Israel gesehen, man hat die Bilder aus den Vereinigten Staaten gesehen. Da hat sich gedacht, das müsste bei uns ganz genauso schnell gehen. Es haben die Lieferungen, die Impfstofflieferungen in der EU nicht so funktioniert, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Es hat unterschiedliche Strategien der Bundesländer in der Verimpfung gegeben, was eigentlich alternativlos war, denn die Bundesregierung
Regierung hat keine Infrastruktur, um das zu erledigen. Das heißt, es war durchaus sinnvoll, es den Bundesländern zu überlassen. Und die Bundesländer haben auch unterschiedliche Strukturen. Impfstraßen wie in Wien, das Austria Center, das hervorragend funktioniert und bestens organisiert ist, ist in einer Großstadt kein Problem, weil jeder kommt mit der U1 dort ganz einfach hin. Am flachen Land helfen solche Impfstraßen nur bedingt, weil viele Menschen weite Strecken fahren müssten, um überhaupt zu so einer Impfstraße zu kommen. Da ist die Dezentralisierung wahrscheinlich sehr viel vernünftig. Da werden die Bezirksstädte bzw. die Hausärzte die entsprechend guten Ansprechpartner sein. Und das funktioniert jetzt, das ist jetzt angelaufen. Die Menschen haben das Gefühl, jeder, der einmal einen Impftermin hat, ist glücklich. Ich habe also schon sehr schmunzeln müssen, dass sozusagen in den letzten Wochen und Monaten die Frage, hast du schon, bist du schon oder hast du zumindest einen Termin? Aber sehen Sie, dass sich dieses Stimmungsbild jetzt auch für die Regierung dadurch wieder zum Positiven dreht? Das ist sicher positiver. Das ist sicher ein positiver Trend. Da ist eine gewisse Zufriedenheit da. Jeder, der die Perspektive eines Impftermins hat, freut sich schon. Und dann, wenn er diese ersten 3 Wochen überstanden hat, weiß er, dass er auch nicht mehr unmittelbar testen gehen muss. Und dass er einen gewissen Schutz hat. Und ich glaube, wenn das Wetter jetzt auch besser wird und sehr viel ins Freie verlegt werden kann, werden die Menschen auch sehr viel mehr sich im Freien treffen. Jetzt hat der Peter Westenthaler vorher gesagt, es wird kein normaler Sommer, weil wir mehr Restriktionen haben als noch vor einem Jahr. Wie sehen Sie das? Wird es ein normaler Sommer? Es wird ein weitaus besserer Sommer, als es das Frühjahr und der Winter war. Und ob so wird wie im vergangenen Jahr, traue ich mich jetzt noch nicht zu sagen. Das werden die Zahlen zeigen, die nach den Öffnungen dann sicher natürlich wieder ein wenig ansteigen werden. Aber sobald wieder die Schulen in die Ferien gehen, wird es auch wieder etwas leichter sein. Das kann Ihnen jetzt niemand ganz genau sagen. Und ich bin überzeugt, wenn die Zahlen nicht explodieren, dann wird es ja auch vielleicht im Sommer noch Erleichterungen geben. Und abschließend noch, wann rechnen Sie denn damit, dass wir diese Pandemie überwunden haben? Das wird davon abhängen, wie der Herbst beginnt. Also ich schätze, dass die Monate September, Oktober, November zeigen werden, ob die Impfung das halten kann, was wir alle hoffen und erhoffen. Und bis dahin wird man auch wissen, wann eine Nachimpfung notwendig sein wird, also wie lange der Impfschutz dauert. Bis dahin wird man wahrscheinlich auch ausreichend Impfstoff haben, damit alle, die eine Nachimpfung wollen und eine Nachimpfung brauchen, sie auch bekommen. Aber ich hoffe schon sehr, dass es im Herbst wieder besser wird. Das habe ich natürlich auch vorigen Herbst gehofft. Daher bin ich heuer vorsichtiger in der Einschätzung und glaube, wir können es erst sagen, wenn wir sehen, wie die Zahlen nach dem Sommer aussehen. Frau Kallert, vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich wieder zurück und dann geht es gleich weiter mit den aktuellen Nachrichten des Tages hier auf OE24 TV.